So, Mann, der Musiker und YouTuber Taddle hat einen YouTube-Kanal ganz oben bei sich in die Infobox gepackt. Dieser Kanal nennt sich Fischmensch und jetzt ist natürlich die Frage, ist das ein neuer YouTube-Kanal von Taddle oder ist das irgendein Kanal von einem anderen YouTuber, den er supporten möchte? Der Kanal ist inzwischen über 600 Abonnenten groß, aber hat jedoch noch keine Videos online. Im Kanalbanner steht geschrieben, ein Kanal für jeden, der die Zeit vermisst, in der Fische und Menschen noch eins waren. Vor einigen Tagen hatte ja Adi einen neuen YouTube-Kanal aufgemacht, worauf er Pokémon-Let's Plays hochlädt. Und jetzt ist natürlich interessant, was mit dem Kanal Fischmensch passieren wird. Ich kann mir bis jetzt noch überhaupt keinen Reim darauf machen, warum Adi einen neuen YouTube-Kanal aufgemacht hat und warum womöglich jetzt auch Taddle einen neuen YouTube-Kanal aufgemacht hat. Zumindest hat Taddle heute auf seinem Kanal Let's Taddle ein Video hochgeladen. Dieses Video trägt den Titel Lass es fließen, aber dort ist er auch nicht auf den neuen Kanal eingegangen. Okay, ich würde sagen, wir verfolgen das mal mit sportlichem Ehrgeiz und wir kommen zum nächsten Thema. Seit über 2 Tagen sind sehr interessante Videos auf den Top-Platzierungen der YouTube-Trends. Das sind Videos von europäischen Late-Night-Shows und beinhalten Satire über Donald Trump. Präsident Trump hat ja gesagt, America first. Und nun haben sich die europäischen Late-Night-Shows hingestellt und haben gesagt, America first, schön und gut, aber können wir nicht sagen, unser Land second? Angefangen hatte alles mit einem Videoclip von den Holländern. Das Video hat inzwischen fast 20 Millionen Aufrufe generiert. Und in dem Video versucht Holland Trump zu erklären, warum ihr Land nach Amerika kommen soll. Nun wurde auch die Webseite everysecondcounts.eu ins Leben gerufen, wo die Videos aller teilnehmenden Late-Night-Shows verlinkt werden, die halt Trump erklären, warum ihr Land nach Amerika kommen soll. Für Deutschland wurde das Video in der Sendung von Jan Böhmermann ausgestrahlt und aus meiner Sicht sind die abgelieferten Videos feinste Satire. Die Links zu den heutigen Themen befinden sich unten in der Videobeschreibung und ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime.